Hey, hier ist Sven von Männlichkeitsstärken und in diesem Video gehe ich die Top 10 Fehler, die wirklich alle Kerle da draußen machen, wenn sie auf ein Date gehen. Deswegen bleib unbedingt dran, gerade die letzten Punkte haben es echt in sich, aber auch gerade der erste Punkt, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und wenn das erste Video ist, was du dir anschaust von uns, stell sicher, dass du den Abonnier-Button geklickt hast, weil wir bringen jeden Tag ein neues Video raus zum Thema Flirten, zum Thema Dating, zum Thema Sexualität als Mann, zum Thema männliches Selbstbewusstsein. Ich würde dieses Video auch gleich nutzen, um etwas anzukündigen, weil diese 10 Punkte, weißt du, so viele Männer sind auf uns zugekommen und haben gesagt, so, oh, ich habe da ein Problem mit Dating, ich habe da ein Problem mit dem Dating. Und dieses Video, deswegen solltest du ganz genau dir das anschauen, ist im Prinzip die Akkumulation, das Zusammenführen von ganz, ganz, ganz viel Wissen, was Männer beim Dating alles falsch machen. Und ich würde dieses Video deswegen auch als Ankündigung nutzen. In 2 Tagen bringen wir einen Kurs raus, das perfekte Date, wo wir all diese Fehler wirklich im Detail ausräumen, wo du wirklich zu einem Meisterverführer gehst, der dann so wie ich locker weiß, hey, wenn ich auf ein Date gehe, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit küsse ich das Mädel und mit 60% Wahrscheinlichkeit landen wir heute Abend noch in der Kiste. Beim ersten Date. Und deswegen bleib unbedingt dran, hier kommt der erste wichtige Punkt. Der erste wichtige Punkt ist das, dass viele Männer machen den Fehler, dass sie sich mit Frauen umgeben, die nicht eindeutig Ja zu ihnen sagen. Weißt du, da gibt es Frauen da draußen, die finden dich geil, die finden dich sexy. Vielleicht glaubst du jetzt, oh, ich mit Glatze oder so dick wie ich bin oder so alt wie ich bin oder so kurz wie ich bin oder so groß wie ich bin, ah, da mögen mich Frauen nicht. Bullshit. Ich kenne Frauen, die sagen ganz ehrlich, die haben zu mir gesagt, ganz ehrlich Sven, du bist nicht mein Typ. Und ich frage so, warum? Ja, du bist mir einfach nicht massig genug. Und ich so, okay, interessant. Worauf stehst du denn? Und meinte sie, ja, ich stehe aber darauf, wenn beim Sex ein Mann auf mir ist, der mich so richtig runterdrücken kann, wo so richtig so das Gewicht dahinter ist. Und was ich festgestellt habe in all meiner Dating-Erfahrung ist, dass es da für jeden Topf, dass es einen geilen Deckel gibt. Eine Frau da draußen gibt, die genau auf dich steht, genau wegen den Qualitäten, die du hast. Und das darfst du einfach verstehen und nicht mehr Frauen hinterherlaufen oder versuchen, sie zu überzeugen, die nicht eindeutig Ja zu dir sagen. Weil so viele Männer da draußen versuchen mit irgendwelchen Tricks und irgendwelchen Techniken jetzt die Frau irgendwie dann doch noch überzeugen und doch noch zu kriegen. Aber denk das doch mal bis zu Ende. Stell dir vor, da ist eine Frau, die hat eigentlich keinen Bock auf dich. Und du schaffst den ganzen Techniken, die wir dir in diesen Videos geben, sie dann hinzubekommen, dass sie sagt so, ah, naja, okay, früher dachte ich, das ist ein Arschloch, jetzt denke ich mal, vielleicht könnte er interessant sein. Und na gut, komm, lass uns trotzdem Sex haben und lass uns trotzdem eine Beziehung haben. Was ich festgestellt habe von all den E-Mails, die uns erreichen, ist, dass wenn du in eine Beziehung mit einer Frau gehst, die nicht eindeutig Ja zu dir sagt, dass du in der ganzen Beziehung immer wieder und immer wieder dich dafür abarbeiten musst, damit sie weiterhin Interesse an dir hat. Ey Mann, darauf hast du einfach keinen Bock. Das ist einfach nur anstrengend, ob nun beim Date oder in der Beziehung. Hey, such dir Frauen aus, die 100% Ja zu dir sagen. Die gibt es da draußen. Und wie du die bekommst, erzähle ich dir auch weiter in diesem Video. Doch bevor lass uns zum zweiten Punkt kommen, nämlich, dass viele Männer an einen falschen Ort gehen fürs erste Date. Weißt du, den Klassiker Kino kennst du. Geh niemals zum ersten Date ins Kino. Es funktioniert, aber da musst du schon cool drauf sein. Geh niemals vom ersten Date nur zum Kaffee trinken. Das kriege ich hin, weil ich ein ganz normaler Typ bin und ganz gut. Ich rede mit Kameras, ich rede jeden Tag, ich kann ein paar Sachen. Ja? Deswegen kann ich mich auch mit einem Mädel einfach zum Kaffee treffen, kein Problem. Aber wenn du dich unsicher fühlst beim ersten Date, dann mach bitte nicht sowas, dass du zum Kaffee trinken gehst oder in ein Restaurant gehst. Weil was passiert denn dadurch? Okay, der Fokus liegt darauf, auf dem Gespräch, ja. Der Fokus liegt darauf, okay, gut, kann ich das Gespräch aufrechterhalten? Was passiert, wenn eine Gesprächslücke passiert? Viele Männer suchen sich den falschen Ort aus. Und es geht auch gar nicht so sehr darum, irgendwie, dass man den falschen Ort nimmt beim ersten Date. Sondern es geht darum, wie kombinierst du diese verschiedenen Orte? Wie viel Action bringst du rein? Weil da kann man so viel erzählen, aber ein ganzes Modul, was fast eine Stunde, glaube ich, geht, abgedreht. So viele geile Sachen, auch so viele Date-Tipps. Da kannst du auch mal bei uns auf die Webseite gehen. Da gibt es einen Artikel, 155 Date-Ideen fürs erste Date. Da kriegst du jede Menge Ideen, die tausendmal besser sind, als ins Kino zu gehen oder diesen Bullshit mit dem Kaffee zu machen. Fehler Nummer 3 ist, dass Männer viel zu bedürftig sind. Und Bedürftigkeit ist nichts, wo du sagen kannst, okay, ein Mann, der irgendwie das und das sagt, ist bedürftig. Oder ein Mann, der
irgendwie so und so geht, ist bedürftig oder der das und das handelt, ist bedürftig, sondern Bedürftigkeit drückt sich durch alles aus. Drückt sich die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, durch die Art und Weise, wie du durch die Gegend gehst. Durch wirklich, das sind viele, viele Facetten. Und wenn du jetzt versuchst, dich mit irgendwelchen Tricks so, okay, gut, wie lasse ich meine Bedürftigkeit los, wie mache ich das und das und das und das und jetzt bin ich nicht mehr bedürftig, das funktioniert mit Tricks nicht. Das funktioniert nicht mit irgendwelchen Psychomethoden. Sondern es funktioniert, indem du wirklich an deiner Bedürftigkeit arbeitest. Bedürftigkeit ist zum Beispiel, dass du ein Date weiterlaufen lässt, weiter mit der Frau Zeit verbringst, obwohl sie nichts investiert in dich. Ich hatte vor kurzem ein Date mit einer Frau, die hat nichts investiert. Ich habe ihr dieses Gesprächsthema gegeben, ich habe ihr dieses Gesprächsthema gegeben, ich habe da was Cooles gemacht, wir sind geil spazieren gegangen am Strand, geil romantisch und sie holt ihr Handy raus, holt auf ihr Handy, geht auf die Gesprächsthemen nicht wirklich ein und macht bla bla. Also, und ich habe irgendwann gemerkt so, Alter, ne, warum soll ich mich mit Frauen umgeben, die nicht eindeutig Ja zu mir sagen? Und ich habe dann gesagt zu ihr, hey Baby, irgendwie stimmt die Energie nicht zwischen uns. Lass mal bezahlen und abhauen. Und ab dem Moment hat sie angefangen, sich auf einmal Mühe zu geben. Weil ich kann mir genau vorstellen, wie alle ihre anderen Dates abgelaufen sind. Da war ein Kerl, der hat das gemacht für sie. Er hat geguckt, okay, gut, wie kriege ich sie dazu, dass sie mich vielleicht küsst? Wie kriege ich sie dazu, dass sie mich vielleicht mag? Wie kann ich das machen und das machen und das machen, damit die Frau mich toll findet? Und all diese Kerle hat sie mit ihrem Handy und ihr nicht drauf einsteigen abblitzen lassen. Und dann kommt dieser Kerl, der keine Bedürftigkeit hat, sondern sagt so, hey, was soll denn das hier zwischen uns? Lass mal einfach gehen. Und in dem Moment gibt sie sich Mühe. In dem Moment fängt sie an, eigene Gesprächsthemen reinzugeben. In dem Moment legt sie einfach los. Und wir haben uns am Ende auch geknutscht, aber ach, war einfach nicht mein Mädel. Deswegen geiles Knutschen, aber hat dann auch gereicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der dritte Punkt, hey, viele Männer sind einfach viel zu bedürftig. Und wenn du wissen willst, wie kriege ich die Bedürftigkeit runter von mir, wie schaffe ich das, wirklich erwachsen zu werden, auch innerlich in meiner Psychologie, dann trag dich unbedingt bei uns in den kostenlosen Newsletter ein, wenn du es nicht schon bist. Da geben wir dir ganz, 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 ganz viele Tipps. Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Vierter Fehler, den viele Männer machen, das hängt auch ein bisschen mit der Bedürftigkeit zusammen, ist, dass diese Männer nicht mit ihrer Männlichkeit in Verbindung stehen. Das heißt einfach ein paar Punkte, sowas wie, sie wissen nicht, was sie wollen. Sie lassen sich von den Wellen der Welt durch die Gegend tragen. Mal bin ich hier, mal bin ich da, ach ja, ach ja. Anstatt einfach mal die Segel zu setzen, ein Ziel zu haben und darauf zuzusteuern. Auch wenn du vielleicht noch nicht genau weißt, was du willst mit deinem Leben. Aber irgendein Ziel ist besser als gar kein Ziel. Zweiter Punkt bei dieser ganzen Männlichkeitsgeschichte ist das Thema der Verantwortung. Viele Männer gehen durch die Welt und sagen, ja, ich würde ja gute Dates haben, wenn ich keine Glatze hätte oder wenn ich gute Muskeln hätte oder wenn ich das machen, wenn das von außen da sein würde oder wenn das von da außen da sein würde. Sie sagen so, ja, ich würde gut und tolles Leben haben, wenn irgendwas im Außen XYZ passieren würde. Und das ist einfach sowas von keinerlei Verantwortung übernehmen. Das ist einfach unmännlich und mit dieser Struktur, das kriegen Frauen, das riechen Frauen auf 1000 Meter gegen den Wind, dass du ein Kerl bist, der verantwortungslos bist, der keine Stärke in dieser Welt beweist. Und wenn du das bei einem Date zeigst, weil du es durch deine subbewusste Sprache, durch deine Körpersprache, durch die ganze Art und Weise, wie du redest, offenbarst, dann denkt sich die Frau, Alter, der Mann ist, den kann ich nicht vertrauen, weil der übernimmt keine Verantwortung für sich selbst. Und das sind so verschiedene Punkte, die wir gerade in dem vierten Modul ganz toll angesprochen haben. Hey, übernehmen Verantwortung für dein Leben. Weißt du, vielleicht bist du dick und glaubst, dass du Frauen deswegen dich nicht so attraktiv finden. Ja, es gibt weniger Frauen, die dicke Männer attraktiv finden, als es Frauen gibt, die muskulöse Männer attraktiv finden. Ist nun mal so. Aber jetzt kannst du Ewigkeiten darüber heulen, dass du nun mal so und so bist, oder du kannst was tun. Und wenn du anfängst, was zu tun, übernimmst du Verantwortung. Übernehme Verantwortung in dein Leben. Das sind jetzt so die letzten beiden Punkte. Das Ding mit der Bedürftigkeit und auch mit der Verantwortung, mit der Männlichkeit, sind es Dinge, wo du an deinem Kern arbeitest. Und du siehst, dafür stehen Martin und ich und Samuel über Männlichkeit stärken, dass du an deinem männlichen Kern arbeitest. Weil wenn wir dir einfach nur irgendwelche Tipps hindonnern, fängst du an, irgendwelche geilen Tipps zu benutzen und wunderst dich, warum sie nicht funktionieren. Oh ja, dann sind die Tipps halt nicht gut genug. Falsch, weil manchmal die Grundlage nicht hinhaut. Und eine dieser Grundlagen, die vielen Männern beim Dating fehlt, ist nun mal die Grundlage der Männlichkeit. Und damit ich dir aber trotzdem ein paar Techniken gebe, bleib unbedingt dran. Punkt Nummer 5. Technik ist, dass vielen Männern
bei einem Date die soziale Fitness fehlt. Heißt, viele Männer verbringen ihren Tag vom Computer, auf der Arbeit, hängen davor und mit dem Büro und reden nicht sehr viel. Dann kommen sie nach Hause. Ich habe mal ein Beispiel von einem unserer Teilnehmer in Rumänien. Der hat wirklich, sein Job war es, in dem Büro zu sitzen, alleine und die ganze Zeit vom Computer zu sitzen und irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Danach ist er nach Hause gefahren, in seinem Auto, alleine, in seine Bude, in seinem Wohnzimmer, hat sich YouTube-Videos angeschaut und war die ganze Zeit alleine. Und dann hat er ab und zu, weil er ein paar Tipps aus unserem Online-Dating-Kanal benutzt hat, dann doch mal ein Date gehabt und hat sich gewundert, warum das nicht funktioniert. Ja, weil ihm einfach sämtliche soziale Fitness gefehlt hat. Wenn du rausgehst und viel mit Menschen sprichst, unterwegs bist und jeden Tag redest, dann kriegst du mit, wenn ich das so und so sage, dann lacht die andere Person. Wenn ich das und so sage, wenn ich den Spannungsbogen in einer Geschichte so und so aufbaue, dann finden das andere Menschen interessant. Und all das ist wichtig, dass du lernst, Geschichten zu erzählen, dass du lernst, loszulegen und mehr unter Menschen zu gehen. Das ist ein großer Fehler, dass die soziale Fitness dir fehlt. Punkt Nummer 6. Viele Männer wissen einfach nicht, worüber sie beim Date reden sollen. Sie sitzen da und überlegen, über was kann ich jetzt reden, was die Frau interessant findet, über was kann ich jetzt reden, damit das Date irgendwie vorangeht, was kann ich jetzt machen, damit ich endlich ein geiles Date habe, was kann ich da erzählen, wie kann ich spannende Geschichten erzählen und blablabla. Und sie sind so viel in den Kopf und haben, vor allem der Punkt davor, die soziale Fitness nicht, um einfach mal aus sich heraus was zu reden. Und hier ein kleiner Tipp, der auch mit dem zweiten Punkt ganz gut übereinstimmt. Wenn du auf ein Date gehst, geh zu einem Date, wo ihr aktiv was miteinander macht oder sorge dafür, dass Teile des Dates etwas sind, wo ihr was macht. Zum Beispiel sowas Anführungsstrichen langweiligen wie spazieren gehen oder ihr geht klettern oder ihr macht irgendwas anderes. Weil wenn ihr was unternehmt miteinander, dann ist es auch mal okay, dass ihr vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten einfach nicht miteinander redet. Dann ist dieses ganze Ding so, was passiert, wenn mir nichts einfällt zu erzählen und da bleiben diese Gesprächslücken da. Oh mein Gott, was passiert dann? Wie kann ich dann noch machen, was ist Date? Dann passiert es einfach nicht. Also, wenn du keine Ahnung hast, worüber du beim Date reden sollst, dann sind es geh auf Dates, wo mehr Aktion da ist. Und ganz, ganz wichtig, beachte den Punkt Nummer 5, schaff dir eine soziale Fitness. Weil irgendwann kriegst du mit, hey, ich war vor kurzem an einem Punkt, ich bin gerade in Thailand, ne, und wir sind zu einem Elephant Sanctuary, also da, wo sie Elefanten, die halt geknechtet werden, wo halt Touristen drauf reiten, wo es den Elefanten nicht so gut geht, die sammeln die ein und denen besorgen sie ein richtig schönes Leben. Das heißt, wir haben da mal schöne Elefanten kennengelernt, die wirklich mein Herz erwärmt waren. Dann ganz viele andere junge Leute gewesen. Ja? Und ich wusste, ich hab gemerkt wieder so dieses Gefühl von wegen, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll und wir sitzen jetzt hier irgendwie zu 6 in diesem Auto und wir fahren durch die Gegend. Und ich wusste, weil meine soziale Fitness so weit ist, ich muss einfach nur anfangen, irgendetwas zu labern. Weil wenn ich anfange, irgendwas zu labern, breche ich das Eis. Und die anderen Menschen um mich herum denken so, cool, mit der kann man einfach labern, mit der kann man einfach reden. Alle fühlen sich so wie ich. Alle haben sich in diesen Jeep so gefühlt wie ich, so, da sind neue Menschen und über was rede ich jetzt? Aber ich war es einfach der einfach gesagt hat, ich kenne dieses Gefühl, aber wenn ich einfach anfange, irgendeinen Stuss zu reden, dann wird schon irgendwas dabei rumkommen, wo ein anderer drauf einsteigt. Die soziale Fitness war einfach da. Und deswegen achte diesen Punkt. Es geht nicht so richtig darum, dass du nicht weißt, worüber du reden sollst, sondern es geht darum, dass du dir ein Date schaffst, wo du was Aktives hast und dass du einfach mal loslaberst und eine soziale Fitness hast. Punkt Nummer 7, und darauf gehe ich auch nochmal im Detail nochmal in Punkt Nummer 10 nochmal ein, deswegen unbedingt dranbleiben, ist, dass du nicht zu deiner Sexualität stehst. So viele Männer, die Flirt- und Dating-Probleme haben, haben eigentlich ein Sexualproblem und ein sexual-psychologisches Problem. Sie holen sich die ganzen Techniken überall raus und wollen sie anwenden, aber ihr Unterbewusstsein fängt sie an zu sabotieren. Weil wenn sie eigentlich Angst vor ihrer Sexualität haben, ja, und dann kommt da eine Frau und sie sind auf einem Date und sie finden die Frau geil und wenn das Date jetzt funktionieren würde, dann könnte es ja zur Sexualität kommen. Und wir könnten ja Sex haben. Und dann könnte sie vielleicht sehen, dass ich vielleicht doch nicht so erfahren bin oder dass ich doch nicht so cool bin oder ich müsste mich verletzlich machen oder ich müsste das und das und das machen. Und dann sagt sich das Unterbewusstsein doch viel lieber, hey,
ich sabotiere dich da lieber. Du kriegst gar nicht mit, wie ich dir einfach dein Date sabotiere, weil du eigentlich Angst vor der Sexualität hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie zeigst du einer Frau bei einem Date, dass du sie sexuell attraktiv findest? Ich kann es dir sagen, wie ich es früher gemacht habe. Gar nicht. Ich habe mich mit ihr gut unterhalten, ich war mit ihr Billard spielen, ich war nervös. Aber ich war die ganze Zeit so, wenn ich sie jetzt anfange zu berühren, dann denkt sie, ich bin ein Krabscher. Wenn ich sie jetzt sage, dass ich sie attraktiv finde, dann denkt sie, ich bin nur darauf aus, ihre Muschi zu ficken. Wenn ich sie jetzt küssen versuche, das ist nicht der perfekte Moment. Aber eigentlich war ich einfach nur sexuell unsicher in mir selbst. Und deswegen, bitte, bitte, arbeite nicht nur daran, dass du irgendwie bessere Dating-Strategien benutzt, sondern arbeite auch daran, und das hat wirklich bei vielen Männern, das ist ein unterschwelliges Problem, dass du an deiner sexuellen Angst dran rangehst. Und auch da geben wir dir in diesen vielen, vielen anderen Videos ganz, ganz, ganz viele Tipps. Deswegen abonniere unbedingt diesen Kanal. Arbeite an deiner sexuellen Angst. Fehler Nummer 8 ist, sie wissen nicht, wie sie eine Frau auf einem Date küssen sollen. Weißt du, sie warten die ganze Zeit auf diesen Moment. Und wann kommt denn dieser Moment, dieser perfekte Moment für den Kuss? Wann kommt denn dieser Moment, in der das alles klar ist, in der es läuft? Und ganz ehrlich, dieser Moment kommt so gut wie nie. Auf all den Dates, auf denen ich war, das waren schon einige. Die kann ich schon nicht mehr auf meinen 500 Händen, ein bisschen übertrieben, abzählen. Aber wirklich perfekte Momente für den ersten Kuss gab es vielleicht 3 oder 4. Du kannst davon ausgehen, wenn der perfekte Moment für den Kuss kommt, Alter, dann hättest du sie schon beim letzten Date oder schon vor 5 Stunden küssen können. Weil wahrscheinlich hat die Frau allerhand Zeug gemacht, dass sie sich separiert, wahrscheinlich hat die Frau viel mehr Ahnung vom Daten als du, dass sie den perfekten Moment für den Kuss erschaffen hat und du endlich dazu kommst, sie zu küssen. Aber die meisten Männer wissen nicht, wie man einen Kuss vernünftig anleitet. Die meisten Männer wissen nicht, wie man vielleicht Körperkontakt aufbaut. Sie wissen nicht, dass es auch einfach Mut erfordert, dass jeder Angst hat. Ich habe auf dem Date Angst, eine Frau zu küssen. Hey, ja, raus, Realität, Wahrheit. Oh, Sven ist nicht dieser angstlose, tolle Kerl, der immer vollkommen cool ist. Nee, bin ich nicht. Ich habe genauso viel Schiss, glaube ich, wie du. Nur der Unterschied ist, und das ist der wichtige Punkt, der Unterschied ist der, ich habe gelernt, Angst zu haben und zu handeln. Nennt sich Mut. Und das war ein Muskel, den ich trainieren musste. Es war nicht so, dass ich so, meine Angst war da und auf einmal, okay, ich muss mutig sein, also küsse ich sie einfach. Nee, ich habe gelernt, mutig zu sein. Ich habe mir jeden Tag Situationen besorgt, wo ich mutig sein kann. Und dadurch habe ich meinen Mutmuskel so trainiert, dass dann auf einmal ich auf einem Date bin und ich, oh mein Gott, innerlich. Also äußerlich bin ich so, cool, äußerlich ist alles easy, weißt du? Aber innerlich macht sie, ach du Scheiße, ich finde die so geil. Und, oh ja, Arsch ist so geil, boah, wäre das geil, sie heute Abend zu vögeln. Oh mein Gott, oh, was mache ich dann? Oh mein Gott, nein, ich hab so eine Angst. Was ist, wenn sie Nein sagt? Weißt du, das geht in meinen Kopf los. Und was ich dann gelernt habe ist, okay, mutig sein, hey Baby. Und ich küsse sie einfach. Natürlich auch mit ein bisschen Wahrnehmung nach außen. Aber das ist ein Mutmuskel, den ich in mir trainiert habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 8. Hey, lerne, wie du eine Frau küssen kannst. Da draußen gibt es wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Aber diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die ich dir auch in diesen anderen Videos, die ich hier schon gemacht habe, gegeben habe, funktionieren nur, wenn du lernst, mutig zu sein. Das ist nicht so, oh ja, Technik, oh ja, cool, diese Technik, oh ja, gute, die mache ich jetzt. Und ab jetzt habe ich keine Angst mehr. Ganz vergessen, mein Freund. Also, lerne mutig zu sein. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, dass Männer nicht wissen, diesen wichtigen Punkt, dass Angst haben okay ist und dass einfach Mut dazu gehört, eine Frau zu küssen. Jetzt weißt du es. Fehler Nummer 9 ist, dass viele, viele Männer es sich auch ganz ehrlich zu kompliziert machen. Weißt du, ey, hätte ich davon früher gewusst. Ich habe mich vielleicht 3 Jahre meines Lebens abgemüht, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich bin raus auf die Straße gegangen, habe mir hunderte Körbe geholt. Und es war nie eine Telefonnummer dabei. Ja, ganz so schlimm war es auch nicht. Aber es war einfach stressig. Bis ich an ein Date kam, bin ich über Monate hinweg, habe ich mein Selbstbewusstsein trainiert. Ich habe meinen Mut trainiert. Das war schon alles wichtig. Das hat mir auch geholfen dann bei den Dates. Aber hey, ich hätte es auch leichter haben können. Weißt du, damals habe ich mich beim Online-Dating angemeldet.
Und ich habe meine ersten Versuche gemacht und habe gemerkt, so, oh, scheiße, keine Frau schreibt mir zurück. Wenn noch mal eine zurückschreibt, dann verläuft dieses ganze Gespräch im Sande. Ach, alles irgendwie scheiße. Online-Dating funktioniert nicht. Oder Online-Dating funktioniert bei mir nicht. Ja. Bullshit. Und dann habe ich Samuel kennengelernt. Und Samuel hat sich mein Profil angeschaut und hat gesagt so, hey Sven, kein Wunder, ich würde dir auch nicht zurückschreiben bei dem scheiß Bild, was du da hast. Und ich so, wie scheiß Bild, das ist doch voll cool. Nein, denk doch mal, ba. Deswegen schau dir mal ein paar Videos von den Samuel an zum Thema Online-Dating. Da hat mein Online-Dating extrem ins Positive geändert. Mittlerweile weiß ich, egal wo auf der Welt ich bin, ich kann heute Abend ein Date haben, wo ich mit 80% küssen und mit 60%, das waren meine Zahlen, mit 60% mit ihr in der Kiste landen werde. Das heißt, ich kann, wenn ich heute zwei Dates habe, weiß ich, Vögeln ist auf jeden Fall drinne. Und ich weiß auch, dass ich heute zwei Dates kriegen kann, weil ich weiß genau, wie ich mein Online-Dating-Profil machen kann. Also, mach's dir bitte nicht zu schwierig. Mach dir nicht irgendwie, viele Männer denken sich allerhand an Hickhack und Glaubenssätzen und anderen Nummern aus, was man auf einem Date alles anstellen muss, damit die Frau mit einem zum Beispiel auch ins Bett gehen will. Hey, du kannst davon ausgehen, wenn eine Frau mit dir auf einem Date ist, dann will sie vielleicht dich küssen. Du kannst davon ausgehen, wenn eine Frau mit dich auf dem Date wieder treffen will, dann findet sie dich attraktiv. Davon kannst du einfach mal ausgehen. Du musst nicht irgendeinen Hickhack machen, damit du vielleicht sie dazu bekommst, dich zu wollen. Ne? Innerlich an Punkt Nummer 1. Sondern, hey, ganz, ganz wichtig, geh einfach davon aus, dass die Frau dich toll findet und mach's dir nicht zu kompliziert. Und Punkt Nummer 10 ist, dass viele Männer den Fehler machen, dass sie ihre schlechten Glaubenssätze mit zum Date bringen. Lass mich dir kurz erklären, worum es geht. Ich habe es ja schon mal kurz angesprochen bei dem Punkt, dass viele Männer nicht okay sind mit ihrer Sexualität. Dass viele Männer so, oh, ich weiß nicht so richtig, wie ich einer Frau zeigen kann, dass ich sexuelles Interesse an ihr habe. Und da steckt eigentlich ein ganzes Setting an negativen Glaubenssätzen dahinter. Sowas wie, oh, Männer mit Glatze, die mögen Frauen nicht. Und ich bin nicht gut genug und ich habe nicht genug Selbstwertgefühl. Und Frauen wollen sowas mit jemandem wie mich nicht. Oder ich bin nicht selbstbewusst genug. Oder ich traue mich nicht zu küssen. Ich bin nicht mutig genug. Oder ich kann das nicht. Wir haben so viele Glaubenssätze, die unser Leben bestimmen. Und ich war früher echt voll mit vielen, vielen negativen Glaubenssätzen, weißt du? Das war echt so, ich habe diese ganze Facette, die ich dir gerade erzählt habe, ist im Prinzip eine Biografie von mir selbst. Und ich habe Schritt für Schritt angefangen, diese Glaubenssätze anzugehen und mal wirklich mir anzuschauen und zu sagen, okay, ist das wirklich, wirklich wahr? Kann ich mir zu 100% sicher sein, dass das, was ich da an Bullshit über mich glaube, wirklich wahr ist? Und ich habe genug Beispiele da draußen gefunden, wie zum Beispiel, du kannst mich einfach nur als Beispiel nehmen. Früher habe ich nichts auf die Reihe bekommen. Heute laufen Dates echt schön bei mir, es sei denn, dass wir passen halt nicht zusammen. Das passiert halt auch. Vollkommen okay. Ja, ist in Ordnung. Aber ich habe ein positives Mindset. Ich weiß, was ich will. Ich stehe zu meiner Sexualität. Und das war wirklich viel auch, ja, harte Arbeit und auch langfristige Arbeit. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du zum Beispiel diesen Kanal hier abonnierst, dass du dir häufig unsere Videos anschaust. Weil viele Sachen, gerade was Glaubenssätze und was so unterschwellige Kommunikation angeht, sagen Martin und ich und auch der Samuel einfach zwischen den Zeilen. Und dadurch ändern sich auch Glaubenssätze. Es gibt viele, viele Methoden, Glaubenssätze zu ändern. Ein paar richtig krasse gebe ich dir, auch weil sie ja nicht jeder unbedingt haben sollte und weil bestimmte Grundlagen vorher gesetzt werden. Bei uns im Newsletter, Freunde, kannst du dich kostenlos anmelden. Der Punkt ist auch einfach der, ich muss vorher ein paar Grundlagen sicher sein, dass du dich verstanden hast, bevor ich dir so ein paar Techniken gebe, die sonst am besten nicht jeder wissen mag. Deswegen melde dich bei uns in den Newsletter an, wenn ich dich ein bisschen heiß gesprochen habe natürlich, und bringe bitte positive Glaubenssätze mit in dein Leben rein und damit auch in dein Date-Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie denkst du über dich selbst? Ich denke über mich selbst, ich bin ein toller Mann. Wie denkst du über dich selbst? Bist du toll? Bist du liebenswert? Ist es wert? Ist es geil, mit dir Sex zu haben? Ja? Bringst du eine tolle Energie in dieses Leben mit? Und wenn du dann manchmal anfängst zu zweifeln und sowas, dann würde ich da rangehen, weil ich nehme niemanden ab, dass er nicht selbstbewusst genug ist. Ich nehme niemanden ab, dass er irgendwie das und das nicht kann, weil ich kenne genug Menschen, die haben sich geändert und auch genug Menschen, die jetzt noch glaubten, oh, ich kann das nicht, ich kann mich ja auch nie ändern, der Sven kann das ja, aber ich nicht, habe ich persönlich gezeigt,
dass es funktioniert. Und wie ich das gezeigt habe, das kriegst du mit, wenn du unsere Videos anschaust, kriegst du mit, wenn du bei uns im Newsletter angemeldet bist und das kriegst du mit, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, weil das hilft uns, dass noch mehr Menschen erreicht werden mit diesem Video zum Beispiel. Deswegen, wenn du was gelernt hast, lass gerne einen Daumen hoch da, abonniere unseren Kanal und freu dich, in 2 Tagen geht's los. Da gehen wir in diesem Kurs dann auch wirklich explizit ganz, ganz viel auf die inneren Zusammenhänge ein, warum gerade Techniken vielleicht bei dir nicht funktionieren. Und wir nutzen Techniken, um diese inneren Zusammenhänge in dir ein für alle Mal so zu strukturieren, dass du zum absoluten Dating-Meister wirst. Viel Spaß dabei. Ciao, Mann.